Hallo Sissis, ich habe heute einen ganz wunderbaren Veranstaltungstipp für euch. Sissy That Talk goes queer art. Sissy! Und zwar werden wir nächste Woche im Kunstmuseum Stuttgart sein. Dort wird bei der Veranstaltung Queer durch Stuttgart unser Film gezeigt, unsere Dokumentation Queer Life in the City. Wir nehmen euch mit auf eine queere Zeitreise. In dieser Dokumentation geht es ja um das Leben der Schwulenszene in den 70er, 80er Jahren. Wie war es damals, sich zu daten? Wie war es damals mit Klassensex, Polizeirazzien? Aber auch der Blick auf die AIDS-Katastrophe der 80er und 90er Jahre. Ja, warum zeigt das Kunstmuseum Stuttgart unseren Film? Der Anlass dazu ist eine ganz wunderbare Ausstellung, die wir euch auch ans Herz legen möchten. Und zwar geht es um den schwulen Künstler Patrick Angus. Ich habe hier mal den Katalog. Und dieser Künstler, wir haben die Ausstellung gesehen, hat uns echt vom Hocker gerissen. Patrick Angus machte seine ersten Schritte als junger schwuler Künstler in der Szene von Los Angeles in den 70er Jahren, bevor er Anfang der 80er Jahre nach New York zog. Er beobachtete sein Umfeld genau und hielt seine Wahrnehmungen ganz realistisch in seinen Werken fest. Er malte Akte von seinen Liebhabern oder Strichern, die er in seine Wohnung einlud, genauso wie Porträts seiner Eltern in der spießigen Heimat oder, ganz spannend, die Nächte in Striplokalen, schwulen Saunen oder Sexkinos. Patrick Angus verstarb 1992 an den Folgen einer AIDS-Erkrankung. Er war erst 38 Jahre alt und wurde Zeit seines Lebens nicht für seine Kunst berühmt. Wir finden es ganz, ganz toll, dass das Kunstmuseum Stuttgart diesen schwulen Künstler zeigt und damit auch Queer Art in den Mainstream bringt. Hätte man vielleicht schon vor ein paar Jahren machen müssen, denn dieser Künstler sollte wirklich der Öffentlichkeit nicht verborgen bleiben. Aber besser spät denn nie. Die Ausstellung ist jetzt zu sehen, lasst sie euch nicht entgehen. Sie läuft noch bis zum 8. April. Und vergesst auch nicht, nächsten Mittwoch Queer durch Stuttgart, die Filmpräsentation mit anschließender Podiumsdiskussion. Das heißt, wir von Sissy That Talk werden auch auf der Bühne sein, um 18:30 Uhr im Kunstmuseum am 14. März. Bis dahin, Sissy bye!